Für die nächste Übung brauchen wir wieder unseren Beziball. Wir versuchen jetzt wieder über die Beckenbewegung unsere Lendenwirbelsäule wieder in Bewegung zu bringen. Wir gehen am besten in eine aufrechte Position, das heißt, wir gehen jetzt in ein leichtes Hohlkreuz, schauen wieder, dass wir das Brustbein heraus haben, die Brust öffnen und aus der Position versuchen wir den Ball, also die erste Variante mit Gymnastikball, den Ball rechts und links zu verschieben. Das heißt, wir versuchen jetzt, das Becken immer auf einer Seite etwas hochzubringen und niederzufahren. Das kann ich jetzt auch sehr gut auf dem Hocker machen. Das geht natürlich auf jeden Bürosessel oder auf jeden Stuhl. Wir versuchen jetzt einfach, jetzt haben wir keinen Ball, der sich bewegt, jetzt muss ich über mein Becken bewegen. Ich kippe auf die eine Seite, mache diese Seite kurz, hebe das Becken und mache das auch auf der anderen Seite. Rechts, einmal links.